Hallo und guten Tag. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie ganz schnell und einfach eine Tabelle in der Textverarbeitung in Word erstellen können. Neues leeres Blatt, da habe ich schon. Und über die Menükarte Einfügen habe ich hier einen Button Tabelle. Wenn ich den aufklicke, dann habe ich mehrere Möglichkeiten, eine Tabelle zu erstellen. Ich zeige Ihnen erstmal die erste und ich denke mal die schnellste und einfachste. Hier habe ich nämlich die Möglichkeit, durch Drücken der linken Maustaste bzw. erstmal ziehe ich rüber, mich für eine Tabelle zu entscheiden. Ich nehme mal 5 Zellen, 4 Zeilen, einmal klicken und meine Tabelle ist da. Wenn ich meine Steuerzeichen aktiviert habe, dann ist in der Tabelle so eine kleine Sonne erkennbar. Das bedeutet, dass ich mich innerhalb einer Tabelle befinde. Auch diese Sonnen werden nicht mitgedruckt. Ich kann sie anzeigen und auch wieder ausschalten. Hier habe ich den Anfasser für meine Tabelle. Wenn ich da klicke, ist gleich meine ganze Tabelle markiert. Durch Drücken der linken Maustaste kann ich jetzt nämlich auch ganz bequem meine Tabelle zum Beispiel verschieben. Das mache ich also hier über diesen Anfasser. Jetzt kann ich in meine Tabelle was reinschreiben. Wenn ich jetzt weiter schreibe, Sie sehen, dann zieht sich die Tabelle so ein bisschen breiter. Ich kann aber auch mit einer Absatzmarke arbeiten. Und so weiter. Wenn ich jetzt meine, ich möchte das hier nicht haben, ich könnte ja hier nochmal trennen, dann hätte ich eben entsprechend eins mehr. Jetzt habe ich auch die Möglichkeit, wenn ich mich hier genau drauf stelle, Sie sehen, meine Maus, die hat jetzt so zwei Striche und Doppelpfeil nach rechts und links. Durch Drücken der linken Maustaste kann ich jetzt also auch die Breiten verschieben, wie ich es möchte. Wenn ich jetzt denke, Mensch, dumm angefangen, 5 Spalten, brauche eigentlich 6, kein Problem. Wenn ich mich hier rüber stelle, Sie sehen, meine Maus wird zu so einem schwarzen Pfeil. Wenn ich jetzt mit rechts klicke, da kann ich nämlich auch wieder ganz viel machen. Da hätte ich jetzt hier, dass ich eine Spalte einfügen kann. Ich kann mich noch entscheiden, ob ich sie links, rechts oder oberhalb einfügen möchte. Entschuldigung, oberhalb und unterhalb geht natürlich nur, wenn es sich um Zeilen handelt. Bei Spalten könnte ich mich jetzt entsprechend entscheiden. Ich sage mal rechts eine einfügen und schon habe ich eine mehr. Jetzt habe ich nämlich 6. Ich gehe mal auf rückwärts. Das Ganze könnte ich ja auch hier rüber machen. Ich habe jetzt nämlich meine Tabellentools. Einmal Entwurf, da kann ich hier viel formatieren, hier mit Schattierungen, Rahmen wieder arbeiten. Das habe ich Ihnen ja auch schon mal vorgestellt, wie das geht. Das können Sie hier also auch ganz bequem mit der Tabelle machen. Und hier habe ich das Layout. Und hier habe ich jetzt nämlich auch die Möglichkeit, hier was einzufügen. Darüber einzufügen, darunter, links und rechts. Zeilen verbinden, Zellen trennen, Tabelle trennen, Auto anpassen, das ist was für die Größe. So, und ich sage mal, ich möchte jetzt noch eine Spalte mehr haben. So, wenn ich jetzt sage, meine Tabelle gut und schön, aber irgendwo gefällt es mir auch nicht so richtig, wäre viel schöner, wenn das regelmäßig aufgeteilt wäre. Auch das könnte ich machen, denn meine Tabelle hat ja jetzt unterschiedliche Breiten hier. Also markiere ich wieder meine ganze Tabelle und wenn ich hier in dem Layout in der Registerkarte bin, da habe ich hier nämlich auch, dass ich meine Spalten verteilen kann. Und jetzt haben Sie wieder alle die gleiche Breite. Und wenn ich sage, ich möchte die Zeilen auch entsprechend verteilen, dann hätte ich das jetzt so auch. Und wie ich hier oben übrigens die Spalten eingefügt habe, genauso kann ich das auch mit den Zeilen machen. Wenn jetzt die ganze Tabelle markiert ist, alles was ich jetzt mache, wirkt sich für die ganze Tabelle aus. Wenn ich nur einzelne Zellen markiere, da drin stehe, kann ich das auch nur für einzelne Zellen machen. Hier haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit Textausrichtung. Wenn ich hier drauf gehe, dann ist das zentriert hier drin. Was ganz schick ist bei der Tabelle, ich kann also auch meine Textrichtung ändern. Das heißt, ich kann das entsprechend nach unten schieben, beziehungsweise den Text senkrecht laufen lassen. Also ganz viele Möglichkeiten. So wie Sie übrigens Zeilen und Spalten zugefügt haben, genauso können Sie sie wieder entfernen. Das geht auch. Wenn meine ganze Tabelle keinen Rahmen haben soll, kann ich sie auch markieren und kann hier im Register Entwurf oder ich könnte es auch über einen Rechtsklick machen, zum Beispiel sagen, ich möchte keinen Rahmen. Oder ich möchte vielleicht einen schönen bunten Rahmen. Das heißt, ich sage mal, ich möchte außen einen roten. So, und jetzt wechsle ich mal
auf blau. Ah, hat nicht funktioniert. Ich muss erst noch mal auf rot gehen. Jetzt klicke ich hier mal rein. Jetzt bin ich in der Mitte. Und da sage ich aber, das soll blau werden. Hat wieder nicht funktioniert. Ist manchmal so ein bisschen fummelig. Jetzt setze ich da die roten. Sie sehen, wenn es auf Anhieb nicht klappt, manchmal geht es gleich. Manchmal muss man ein bisschen nacharbeiten, kann man das auch entsprechend machen. Hier haben Sie übrigens auch noch die Möglichkeiten, dann die Tabelle auszufüllen. So würde jetzt Ihre Tabelle aussehen. Schick, bunt, wie man es eben braucht. Wenn ich am Ende so einer Tabelle bin und ich merke jetzt, ich möchte noch eine neue Zeile haben. Ich habe ja jetzt 1, 2, 3, 4 und ich möchte eine neue. Die einfachste Möglichkeit, wenn ich am Ende stehe, ich drücke die Tabulator-Taste. Also die auf Ihrer Tastatur auf der linken Seite, wo einmal der Pfeil nach links und einmal nach rechts geht. Wenn ich die einmal klicke, dann kriege ich eine neue Zeile. Dafür muss ich aber wirklich am Ende stehen. So, das Besondere bei einer Tabelle, wenn ich sie jetzt nicht mehr haben möchte, wenn ich sie anklicke und sage Entfernen, dann ist nur der Text aus der Tabelle raus. Aber meine Tabelle ist noch da. Die schnellste Möglichkeit, die Tabelle komplett loszuwerden, markieren. Klar, ich hätte natürlich hier über Entwurf und Layout hätte ich ja auch die Möglichkeiten. Hier über dieses Löschen. Da kann ich natürlich auch die komplette Tabelle löschen. Aber die schnellste Möglichkeit, meine Tabelle ist markiert. Und ich drücke jetzt die Korrektur, die Backspace-Taste. Dann ist meine komplette Tabelle weg. So, bei meiner ersten Tabelle, die ich mal vor 10, 15 Jahren gemacht habe, habe ich mich ganz schön abgequält. Da wusste ich gar nicht, wie das funktioniert. Ich habe also Stunden gebraucht, um so eine Tabelle hinzukriegen. Und eigentlich ist ganz einfach. Also, einfügen, Tabelle und dann haben Sie hier die Möglichkeiten. Und Sie sehen, hier gibt es noch mehr Möglichkeiten. Und Sie wissen ja, ich will auch noch mehr Videos machen. Schauen Sie wieder zu. Bis dann. Danke. Tschüss.